Mit Title Update 4.0.0 wurden endlich die Promo-Skins der KI-Kameraden und von Nomad in Ghost Recon Breakpoint eingeführt. Viele Spieler haben sich daran gestört, dass die Skins in den Trailern und so weiter ganz anders ausgesehen haben als im fertigen Spiel. Und damit haben sie natürlich recht. Und deshalb schauen wir uns in diesem Video gemeinsam alle Unterschiede der beiden Skin-Varianten an. Los geht's! Beginnen wir mit Nomad. Ich habe hier jetzt schon mal den Originalskin, der ursprünglich in Ghost Recon Breakpoint drin war, ausgewählt. Nomad B ist der Promo-Skin, der in den Trailern zu sehen war. Und wenn wir hier ein bisschen hin und her wechseln, sehen wir direkt, ja, die Weste hat sich geändert. Und der Battle Belt, der Gürtel ist weggefallen und wurde durch eine Bauchtasche ersetzt. Außerdem trägt Nomad in dieser neuen Variante eine Bandage am rechten Arm. Er trägt nur noch einen Handschuh und der Handschuh, den er trägt, hat auch noch eine andere Farbe als der ursprüngliche. Und an der linken Hand hat er ebenfalls eine Bandage und eine Armbanduhr. Ansonsten ist das Einzige, was sich bei Nomad sonst noch so geändert hat, der Knieschoner an seinem rechten Bein, das ist jetzt eine andere Variante in einer anderen Farbe, und das Panzertape an seinem linken Hosenbein hat jetzt ebenfalls eine andere Farbe. Schauen wir uns das Ganze mal am lebenden Objekt an. Dazu wähle ich jetzt hier mal Nomad B aus, den Promo-Skin, denn ich habe Fixit bereits den Nomad A-Skin zugewiesen. Da schaut er sich gerade um. Ja, und hier sehen wir ganz deutlich nochmal die Unterschiede, vor allem der Gürtel und die Weste. Wobei die Weste so gar nicht so sehr auffällt, dass die anders ist. Nur wenn man so seitlich reinschaut, denn ansonsten ist ja in der Regel die Waffe davor. Der Kabelbinder ist auch weg hier an der neuen Nomad-Weste, aber dafür diese Shotgun-Shells. Kommen wir zu Fury. An Fury hat sich tatsächlich am wenigsten von allen Charakteren geändert, denn bei ihr ist es tatsächlich nur das Shirt, das etwas kürzere Ärmel hat und scheinbar einen etwas anderen Schnitt, und halt auch der Gürtel bzw. Battle Belt, der bei Fury wegfällt. Ansonsten ist alles komplett gleich wie vorher auch. Weil ich glaube, das Shirt ist hier noch bei der Variante in die Hose reingesteckt. Und bei der Original Breakpoint Fury ist das Shirt außerhalb der Hose. Schauen wir uns auch Fury nochmal am lebenden Objekt an. Da fällt eigentlich, abgesehen vom Gürtel, tatsächlich eigentlich echt gar nichts auf. Auch die Haare sind leider gleich geblieben. Obwohl Fury eigentlich ja in den Trailern einen geflochtenen Zopf trägt. Aber scheinbar kriegen es die Breakpoint-Entwickler nicht hin oder haben nicht genug Ressourcen dafür, beziehungsweise bekommen nicht genug Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt, um da eine neue Frisur mit geflochtenen Haaren einzubauen. Schade. Kommen wir zu Frauenschwarm Vasili. Vasili ist der einzige Skin, bei dem sich sowohl die Haare als auch der Bart geändert haben. Er hat jetzt hier so einen richtigen 3-Tage-Bart und die Haare sind an den Seiten komplett wegrasiert. Und außerdem wurden sie auch etwas schwarz eingefärbt, sind jetzt dunkler. Außerdem trägt er jetzt einen Schal, sein Ghillie hat eine Kapuze hinten und außerdem längere, ja, Ghillie-Teile an den Armen. Seine Weste an sich ändert sich eigentlich gar nicht, es fallen nur die Magazine weg. Ich weiß nicht, mit was er jetzt nachladen soll, aber ja gut, ich meine, wenn das der Promo-Skin ist, dann ist das so. Und natürlich fällt auch bei Vasili der Battle Belt, also der Gürtel, komplett weg. Und seine Handschuhe werden von grün zu schwarz. Damit er sich nicht benachteiligt fühlt, schauen wir uns natürlich auch Vasili noch am lebenden Objekt an. Hier haben wir sie beide.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, der neue Vasili sieht vom Kopf her um einiges cooler aus als der alte. Aber mit der Weste, mit dieser komplett leeren Weste, kann ich mich nicht anfreunden. Und zudem klippt die Weste in sein Oberteil rein. Also das ist nicht so gut gelöst hier. Wenn wir hier schauen, bei dem alten Skin ist alles tutti. Und hier bei dem neuen Skin komme ich vielleicht näher ran mit dem Fotomodus. Sehen wir hier, da klippt das durch das Oberteil durch. Ja, ist nicht so schön. Und auch die leere Weste gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, es ist der Promo-Skin. Und wenn es bei dem Promo-Skin so ist, dann ist es so. Ich hätte gerne Kombination von den beiden, sodass ich diesen neuen Kopf auf den alten Vasili drauf machen kann. Naja, vielleicht muss ich mal bei irgendeinem verrückten Doktor anfragen. Vielleicht macht der das ja. Den guten Fixit habe ich mir mit Absicht bis zum Schluss aufgehoben, denn bei dem hat sich so ziemlich mit leichtem Abstand am meisten geändert. Fangen wir wieder wie bei allen anderen auch oben an. Da haben wir zunächst Kopfhörer, dann direkt darunter ein Schemach, so ein Schal. Sein Kampfgürtel, also sein Battle Belt, sein Gürtel, fällt diesmal nicht weg, sondern er wird nur geändert. Wir sehen hier, wird auch diese Tasche etwas nach unten verlagert. Positionen ändern sich leicht. Ist ein anderer Gürtel auf jeden Fall. Seine Weste ändert sich natürlich auch. Und die neue Weste, die passt auch auf jeden Fall viel besser zu der Ingenieurrolle von Fixit. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann hat sich bei Fixit als einziger Skin der Dropleg-Holster geändert. Das ist hier ein anderer Dropleg-Holster als bei allen anderen. Bei allen anderen ist er gleich geblieben und nur Fixit hat hier eine Extrawurst. Und seine Handschuhe. Fangen wir hier mal an dem rechten Arm an. Da hat er eine Bandage und halt etwas kürzere Handschuhe. Und der linke Arm, der hat es halt brutal in sich. Er trägt da nämlich so eine Art Strumpf mit, ja, einem Display dran. Ja, so, also wie halt in den Trailern, ne? Also sieht ziemlich cool aus. Von allen neuen Skins, beziehungsweise Promo-Skins, gefällt mir Fixit mit Abstand am besten. Muss ich ganz ehrlich sagen, der sieht hammermäßig aus. Abgesehen natürlich von vom neuen Kopf von Vasili. Und ja, also Fixit ist genial. Ich mag vor allem dieses Teil hier an seinem Arm. Finde ich mega cool. Und die Weste auch. Also wie gesagt, also Fixit, auch mit den Kopfhörern hier, alles finde ich mega cool. Ich finde, der sieht einfach hammermäßig aus. Und wenn du hier schaust, an seinem linken Arm geht von diesem, ja, diesem Strumpf, geht auch tatsächlich ein Kabel rüber zu seiner Weste. Wohin das Kabel führt, weiß ich nicht. Vielleicht zu seinem Funkgerät an der Weste oder zu seinen Kopfhörern. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall im Vergleich zu dem alten Fixit-Skin ein Riesenunterschied. Sieht mega geil aus, finde ich. Macht auch optisch, also man merkt optisch direkt viel mehr Unterschied als bei allen anderen. Abgesehen, wie gesagt, von Vasilis Kopf. Und jetzt abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao.